Ein Projekt, von dem wahrscheinlich kaum einer von Ihnen wirklich gehört hat. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und Verwendung einer Identifikationsnummer in der öffentlichen Verwaltung. Klingt sperrig, klingt technisch, ist aber enorm brisant. Verbände, Gewerkschaften, auch die anderen politischen Parteien, kein Widerstand gegen den offensichtlichen Wahnsinn leisten, der zum Beispiel mit dem Infektionsschutzgesetz derzeit veranstaltet wird, aber auch auf vielen, vielen anderen Ebenen. Um beim Infektionsschutzgesetz zu bleiben, wir haben unter der Hand erfahren, als Spitzenverband hat der BEHOGA tatsächlich inoffiziell den Gastronomen von Sammelklagen abgeraten, weil es, Zitat, sonst keine Zuschüsse gäbe. Das kann ich jetzt nicht beweisen, wir haben das nicht schriftlich, aber es ist zuverlässig von mehreren Gastronomen gekommen. Ja, das ist natürlich auch glaubhaft. Zuschüsse gibt es in der Tat, 100-millionenfach, milliardenfach inzwischen teilweise. Es wird mit Steuergeld repariert von der Bundesregierung, was eigentlich nicht zu reparieren ist. Und dann werden eben Sammelklagen auf diesem Wege mit Geld weggekauft. Das Ganze funktioniert natürlich auf medialer Ebene genauso, habe ich schon oft berichtet. Es wird die Staatsmeinung erkauft durch den Staatsfunk. Man kann inzwischen auch nicht mehr anders ihn bezeichnen als Staatsfunk. Und es fließt auf allen Ebenen Geld, GEZ, aber eben auch direkt an die Verlage. Auch das ist ein Teil des Freikaufens. Und das könnte man jetzt einen eigenen langen Klartext dazu machen, möchte ich jetzt aber nicht machen. Die zweite Möglichkeit ist, einer totalitären Politik ist gar nicht mehr darauf einzugehen, auf Unzufriedenheit. Kritiker werden stattdessen ad hominem, das heißt pauschal, persönlich beleidigt, lächerlich gemacht, kriminalisiert und als Staatsfeinde markiert. Die AfD kann ein Liedchen davon singen. Man versucht also gar nicht Politik für die Deutschen zu machen, sondern einfach nur eine mediale Mehrheit oder eine Scheinmehrheit hinter sich zu versammeln und die anderen einfach nur ad hominem, also mit brutalen Lügen und aus dem Kontext reißen, persönlich niederzumachen. Das ist Dauerzustand und das haben heute Ende November 2020. Wieder mal wurde es versucht, gerade im Zug des Infektionsschutzgesetzes, der großen Aufregung, berechtigten Aufregung der Bevölkerung, wurde eine komplette Nebensächlichkeit durchs Dorf getrieben. Es ging darum, hier im Haus hätten zwei Kollegen vom AfD-Fraktion Leute reingelassen, die rumgepöbelt haben, das stimmt vielleicht sogar. Und das will ich auch gar nicht schönreden. Das ist nicht gut. Ich möchte auch nicht konfrontiert werden mit Antifa-Leuten vor der Tür, die uns anpöbeln. Wohlgemerkt, das ist bereits passiert. Also so ist es nicht. Ich erinnere mich an diverse Begegnungen mit Linksextremen, die uns auch im Bundestag schon drum angemacht haben. Das haben wir nie zum Ältestenrat getragen, diese Dinge. Wir haben auch nie versucht zu recherchieren, wo diese Leute reingekommen sind. Also auch hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Und es gab viel spektakuläre Aktionen. Noch gar nicht so lange her. Man erinnere sich, wie sogenannte Aktivisten, Umweltschutzaktivisten, erst vor wenigen Monaten im Sommer 2020 große Banner am berühmten Fries des Reichstags aufhängen konnten durch eine Abseilaktion von ganz oben vom Fries des Reichstags. Da stand dann drauf, eine Zukunft ohne Kohlekraft, also natürlich eindeutig eine ideologische Botschaft, aber sie war wohlgefällig den Regierungskoalitionen, den Grünen und vielleicht noch einigen anderen. Und wenn man dann ein bisschen hier die Architektur dieses Hauses kennt, weiß man ganz genau, dass hier niemand ohne massive Ausrüstung, Kletterausrüstung, Absicherungsausrüstung, Sicherungspersonal oben irgendwo in diesen Räumen, die gar nicht zugänglich sind normalerweise, sich abseilen mussten. Das ist übrigens auch nicht das erste Mal. Das Gleiche ist schon 2010 passiert. Damals gab es ebenfalls eine ähnliche Aktion an der gleichen Stelle. Damals hieß es der deutschen Wirtschaft. Es war noch eher nachvollziehbar, aber es war weniger die deutsche Wirtschaft, mehr die internationale Konzernwirtschaft, die hier anzuprangern gewesen wäre. Aber das hat man 2010 zugelassen. Man hat es jetzt 2020 zugelassen. Man hat Extinction Rebellion, die ganz üblen gewaltbereiten sogenannten Jugendlichen, ins Haus gelassen, sogar in die Nähe der Kanzlerin und sie bedrohen lassen. Niemand hat auch jemals hinterfragt, wie diese Aktion logistisch möglich war, wer sie reingelassen hat. Ein Teil ist sogar bekannt geworden, es war ein linken Bundestagsabgeordneter, der teilweise diese Aktivisten reingelassen hat. Aber es war ja für eine gute Sache. Hier
Bei uns wurde Herr Altmaier unflätig angepöbelt, wofür man sich durchaus entschuldigen kann und muss. Ich bin unschuldig, aber das war nicht in Ordnung. Aber glauben Sie mir, das ist nicht das Schlimmste, was Herr Altmaier hört. Wenn er sich jemals auf den Straßenplatz stellt, dann hört er noch ganz andere Sachen. Und wir werden permanent angepöbelt und angegriffen. Es gibt permanent nur schwach geschützte Versammlungen von uns, die nicht wirklich stattfinden können. Aber da wird niemals der Ältestenrat mit befasst oder sonst wie irgendwie mit Konsequenzen gedroht. Es wurde ja das ganze Programm heute aufgefahren im Bundestag in einer aktuellen Stunde zu diesem Thema. Es ist natürlich auch ein Stück Ablenkung vom Infektionsschutzgesetz. Und das ist auch ganz wichtig, es war nicht die einzige Sache, von der abgelenkt werden sollte. Denn eigentlich sollte heute in den Zeitungen etwas ganz anderes stehen, nämlich ein Projekt, von dem wahrscheinlich kaum einer von Ihnen wirklich gehört hat. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und Verwendung einer Identifikationsnummer in der öffentlichen Verwaltung. Klingt sperrig, klingt technisch, ist aber enorm brisant. Das ist der gläserne Bürger, der hier vorbereitet wird. Und wir haben Ihnen das als Blogger schon vor 10 oder 15 Jahren vorausgesagt. Diese sogenannte Steuer-ID, die ursprünglich als Steuer-ID gedacht war, als einheitliches Identifikationsmerkmal von jedem von Ihnen ab Geburt, ist 2007 schon erfunden worden. Ich erinnere mich daran, dass ich damals schon Artikel dazu geschrieben habe, 2007, personale ID. Ich habe damals schon geschrieben, wie viele anderen Kollegen, Blogger-Kollegen auch. Das wird eines Tages das zentrale Merkmal, als Informatiker sage ich Ihnen, Datenbanken bauen auf zentralen Merkmalen auf, mit denen alles verknüpft wird. Und jetzt ist es soweit, gestern war dieses Gesetz um 22 Uhr im Bundestag, es war praktisch kein Kollege mehr da. Der Gesetzentwurf hat die Nummer 19-24226, das war die erste Lesung. Sie werden wahrscheinlich noch vor Weihnachten die zweite Lesung finden. Und dann ist das auch durch, wie seit 13 Jahren ungefähr vorhergesagt. Und nun ist es soweit, es heißt im Amtsdeutsch ein registerübergreifendes Identitätsmanagement zur Schaffung eines Ordnungskriteriums. Das wird natürlich dann euphemistisch verkauft. Nutzerfreundlich, medienbruchfreies Verwaltungsverfahren, Online-Zugang, das würde alles nicht hängen an dieser Nummer. Aber so wird es jetzt verkauft. Und ja, veränderungsfestes Ordnungsmerkmal heißt es dann hier in diesem Gesetzentwurf, aber es ist letzten Endes die alte Steuer-ID. Sie wird bei der Geburt zugeteilt und in der DDR gab es übrigens eine ähnliche Personenkennzahl. Jeder hatte da schon seine Nummer, das war eben bei uns seither nicht so. Es ist die Einführung der Personennummer, wie jeder Häftling sie hat. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz hält sie nicht ohne Grund für verfassungswidrig, wir übrigens auch. Aber es kräht ja kein Hahn danach, was der Bundesbeauftragte für Datenschutz sagt. So ist das. Auch der Deutsche Anwaltsverein hat protestiert. Zitat, das Gesetz schafft die technischen Voraussetzungen dafür, die einzelnen Bürgerinnen und Bürger in allen Aspekten ihres Lebens zu erfassen. Und so ist das. Und so wird das auch kommen. Gewöhnen Sie sich also schon mal an diesen Anblick. Wenn Sie Steuererklärung ausfüllen, kennen Sie die ja auch schon. Sie ist also 11-stellig mit 2 Ziffern, 333 in Blöcken angeordnet. Das wird Sie Ihr Leben lang begleiten. Das wird jeden von uns unser Leben lang begleiten. Merken Sie sich am besten schon mal auswendig. Sie werden sie permanent brauchen. Zu jedem Verwaltungsvorgang, selbst wenn Sie nicht merken, dass es gebraucht wird, im Hintergrund wird alles, was Sie tun und lassen, in Zukunft mit dieser Nummer verknüpft. Und es wird ein komplettes, nicht nur Bewegungs-, sondern Tätigkeitsprofil von Ihnen erstellbar sein, nur aufgrund dieser Nummer. Das ist das Entscheidende. Es wurde also vernebelt durch die Ablenkung mit unserem angeblichen Fehlverhalten im Bundestag. Direkt davor wurde noch um 21 Uhr eine zweite, sehr ähnlich klingende Gesetzesvorhaben in den Bundestag reingeschaltet, das überhaupt nichts mit dieser Nummer zu tun hat. Wahrscheinlich war das auch noch ein Stück Ablenkung. Es hieß Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesmeldewesengesetzes. Und ich habe mich erstmal durch 60 Seiten gekämpft, nur um herauszufinden, und ich bin Parlamentarier, dass das wohl nicht das Einschlägegesetz ist, sondern es ist die Nummer, die ich Ihnen eben vorgelesen habe. 19-24226. Das ist das entscheidende Gesetz und es wird auch in der zweiten und dritten Lesung kommen und auch wir werden es wieder nicht verhindern können. Schreiben Sie uns also nicht wieder an, schreiben Sie die Unionskollegen an, schreiben Sie die Grünen an, die wahrscheinlich dafür sind, schreiben Sie und schauen Sie mal, ob die FDP-Kollegen das auch so witzig finden. Das sind davor, vor diesen Sauereien mit riesigen Folgen, wird abgelenkt mit komplett nebensächlichen Geschichten, dass hier Leute, auch wenn es nicht in Ordnung war, angepöbelt werden durch Leute, die vielleicht durch die AfD in den Bundestag gelangt sind, ein Vorgang, der permanent durch Links auch stattfindet. Aber das sind ja die Guten. Tja, von was könnte noch abgelenkt werden? Das ist jetzt eine reine Anekdote, nur anekdotisch, persönlich erlebt. Heute Morgen
kann Ihnen auch das Datum nennen. 20.11.2020, ein schöner Tag in Berlin. Jeden Tag radle ich am Bundeskanzleramt vorbei und habe dieses Foto persönlich geschossen. Also kein Urheberrechtsproblem. Ein großer LKW mit 7 oder 8 riesigen Nordmann-Tannen hält vor dem Bundeskanzleramt Südseite und lädt diese Tannen ab. Das heißt, ich kann Ihnen sagen, es gibt wahrscheinlich keine großen Weihnachtspartys, weil die alle verboten werden in diesem unserem Lande. Mit einer großen Ausnahme in Berlin wird es eine große Weihnachtsparty im Bundeskanzleramt stattfinden können. Dort arbeiten bekanntermaßen, ich habe ja erst kürzlich einen Klartext gedreht, 750 Menschen. Wenn das Projekt mit einer halben oder ganzen Milliarde aufgebaut wird, dann werden es sogar über 1000 Menschen sein. Noch sind 750 und sie dürfen mit 7 riesigen, großen, 5 Meter hohen Nordmann-Tannen feiern. Ich glaube nicht, dass Frau Merkel mitfeiert und ich weiß auch nicht, ob Weihnachtslieder gesungen werden, aber es gibt böse Kontakte unter diesem Baum. Und ja, was soll man dazu sagen? Irgendwo ist noch ein Stück heile Welt und Weihnachten gerettet. Wohlgemerkt, in einer Zeit, in der die Wintergärten, die 5-stöckigen Wintergärten, die im neuen Bundeskanzleramt dann stehen werden, noch gar nicht da sind. Das sind also keine Bäume für den Wintergarten. Es sind echte Nordmann-Tannen. So kann man das durch Zufall halt auch mitbekommen. Solche Dinge können Sie hier permanent mitbekommen. Wasser predigen, Wein trinken. Denken Sie dran, wenn Sie nur ganz wenige ihrer Lieben an Weihnachten sehen dürfen. Wir versuchen all das zu verhindern, ursächlich Gleichbehandlung herzustellen, mit uns, aber auch mit Ihnen, für Sie. Wählen Sie uns dafür, klicken Sie diesen Abo-Button an und machen Sie auch weiterhin mit Zivilcourage Ihren Mund auf. Zivilcourage hat derzeit nur der bürgerliche, vermeintlich rechte Position vertritt. Alle anderen haben den Rückenwind der linksextremistischen Presse und dieses Hauses hier in seiner Mehrheit. Verändern Sie die Mehrheit, Ihr Peter Böhringer.